Corona in the kitchen in the car. Got me in the club by the bar. Testosterona, don't suck in your heart. Jag vill ha en, två och mer. Rulla med min liga och vi är bara några. Du ser att det går bra, hur är det ens en fråga? Om du måste fråga, då är du inte min vän. Du vet, jag vet att du ser. Finns ingen annan människa än ni som jag lovat. Lever upp till alla tankarna jag har målat. Svär om jag var tvungen, hade gjort det igen. Svär, det är lite kul ändå. De sa vi ride or die, så hur lever de då? Kanske inte svårt att förstå. Blött igenom flera knivar än bara en. Så för de som varit down kommer alltid vara en down. Håller dig i ryggen om det är detsamma. Alla mina äkta, de jag vet att jag har. Och jag lovar det är sant. Sitting grinda in the kitchen in the car. Got me in the club by the bar. Testa se alla de sakerna jag har. Jag vill ha en, två och mer. Rulla med min liga och vi är bara några. Om du måste fråga, då är du inte min vän. Du vet, jag vet att du ser. Finns ingen annan människa än ni som jag lovat. Hallo und willkommen zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Wir übertragen ein Spiel aus den Champions Finals. Könnte eine klasse Partie werden. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein können. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Im Tor ist Alisson. Virgil van Dijk spielt gemeinsam mit Louis Dunk in der Verteidigung. Jungmin Son steht mit Federico Chiesa auf dem Flügel. Und im Sturm ist Rafael Leao. Mbappé. Antoine Griezmann. Kein Problem, den hat er. Er geht in den Strafraum. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Er hat den Ball. Wird da was draus? Das ist die Aufstellung der Young Boys. Im Tor spielt Peter Schmeichel. Laurent Blanc spielt mit Virgil van Dijk in der Abwehr. Frenkie de Jong steht mit Michael Ballack im Mittelfeld. Und Didier Drogba steht im Sturm mit Antoine Griezmann. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. Alisson wehrt mit der Faust ab. Jungmin Son. Son! Gut abgeblockt. 49 Tore hat er schon auf seinem Konto für den Verein. Da könnte ich es machen. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sie können den Ballbesitz hier nicht verteidigen. Außen wäre Platz. Ja, gut gemacht. Ball kommt rein. Wahnsinn! Direkt der nächste Treffer. Zwei Tore in weniger Minuten. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Walker. Chiesa. Spielt diesen Ball zurück. Einwurf jetzt. Mbappé. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Selma Bakker. So, was machen Sie draus?
Riesenchance. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. De Bruyne jetzt am Ball. Ball bei Federico Chiesa. Das könnte gefährlich werden. De Bruyne. Adama. Adama Traoré. Er lässt sich da nicht aufhalten. Gut reingespielt. Er hat Tor Nummer 3. Unfassbar. Wahnsinn, seine Form. Der trifft nach Belieben, tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. Declan Rice. Chiesa. Jetzt ist er vorbei. Der Ball kommt. Was für ein Reflex. Wahnsinn. Wer den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. De Bruyne führt diesen Eckball aus. Sie sind zur Stelle und dann kommt halt so ein doch eher harmloser Kopfball raus. Ballerobo. Gefährliche Szene. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Da muss er sich gar nicht groß anstrengen, aber vorher natürlich Riesenparade. Die würde ich mir gerne nochmal anschauen. Die war unfassbar. Gutes Technik. Immer gefährlich, wenn du da den Ball eroberst. Schönes Pressing. Er geht dazwischen. Energischer Zweikampf geht mit dem Ball weiter. Ecke De Bruyne. Wie macht er den denn rein? Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Mbappé. Das ist die Chance. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Ecke kommt in die Mitte. Und er wehrt die Ecke ab. Van Dijk. Das ist Walker. Declan Rice. Pass geht direkt zum Gegner. Mbappé lässt sich nicht stören. Frenkie de Jong. Ja, passt auf. Chiesa. Diese Aktion sah fast schon gelbwürdig aus. Das gibt Gelb für Griezmann. Declan Rice. De Bruyne am Ball. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Mbappé. Und das war die erste Hälfte. Mit der klaren Führung für die Young Boys geht es hier nun weiter. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Rafael Leao. Und damit ist der Ball weg. Da entscheidet sich auch Foul. Es gibt Freistoß. Den Angriff haben sie am Ende doch nicht konsequent genug aufgebaut. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Ball bei Federico Chiesa. Ist das der Anschlusstreffer? Sie sind fast wieder da. Es fehlt nur noch ein Tor. Das könnte ein ganz wichtiger Treffer gewesen sein. Adama. Schön gemacht. Ball weiter im Spiel.
Ballbesitz ist weg. Theo Hernandez. Den fangen sie ab. Und jetzt De Bruyne. Sehr gut aufgepasst. Pirlo. Kevin De Bruyne. Und dann verlieren sie den Ball. Der Angriff bringt also nichts ein. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Andrea Pirlo. Chance für Son. Das war eng, aber er hat ihn. Adama. Schöner Einsatz, Ball nicht im Aus. Es könnte gefährlich werden hier. Super Aktion, gut geklärt. Lampasau. Oh, da geht er vorbei. Rafael Leão. Und da ist der Ball wieder weg. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. De Bruyne. Riesenchance. Van Dijk. Dazu. Es wird gewechselt. Wir sehen es gleich. Drei neue Leute kommen ins Spiel. Die Fans geben alles. Die wollen den Ausgleich. Achraf Hakimi. Adama Traoré. Gibt Ecke für die Young Boys. Ecke kommt. Ball ist beim Gegner. Ganz eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Regulär ist noch eine Viertelstunde. Stark gemacht, das könnte was werden. Es ist nicht zu fassen. Ausgleich. Was für eine Partie. Das Spiel wog hin und her. Aber klar, im Moment haben die hier alles im Griff. Und das nach 3 Toren Rückstand. Jetzt haben sie den Ball wieder. Rice. Pass kommt gut.
Drogba. Den Zweikampf führt er sehr gut. Nun Lionel Messi. So, wem gelingt jetzt vielleicht doch noch der Siegtreffer? Sie versuchen es nochmal. Gut den Ball abgenommen. Die Uhr läuft hier langsam aber sicher runter und auch die Fans spüren, dass sie nochmal Gas geben müssen. Wenn es hilft, vielleicht sehen wir hier nochmal eine Schlussoffensive und das späte Tor. Mbappé. Jetzt Aubameyang. Klasse Pass. Aber am Ende kommt doch nichts raus. Schaffen Sie hier noch den Sieg? Die Fans glauben. Eine sehr gute Möglichkeit, das ist die Chance zum Sieg. Anspiel in den Rückraum. Gute Abwehr. Unheimlich wichtig, dass er da zur Stelle ist. So, da kommt der Pfiff. Weiter geht's hier also gleich mit der Verlängerung. Spannendes Spiel. Machen wir weiter mit Verlängerung. Erster Durchgang. Mal sehen, wer konditionell besser drauf ist. Und dann verlieren sie doch den Ball. Drogba. Gewinnt dieses Duell. Gutes Tackling hier. Das macht er sehr gut. Das könnte vielleicht was werden. Aber damit haben sie doch keine echten Probleme. Und Messi. Das Rice. Der Ballverlust jetzt. Aubameyang. Super Pass jetzt. Francisco Klar. Schön vom Ball getrennt. Das war eine wichtige Aktion. Kyle Walker. Malen. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Dembélé, Tor! Und jetzt liegen sie hier vorne. Was für eine Aufholjagd. Ist es wirklich zu fassen? An so einem Spiel haben wir ganz viel Freude. Die Trainer eher weniger, denn defensiv ist da von beiden nicht viel dabei heute. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Gute Parade. Jetzt Eckball. 15 Minuten in der Verlängerung sind vorbei. Gleich dann der zweite Durchgang.
Was passiert hier noch? Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Oh, da ist er durch. Und da fällt der Ausgleich. Der Ausgleich zum 4:4. Heute ist wirklich alles drin. Starkes Spiel heute. Hier kommt noch mal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann ist das natürlich super gemacht. Tolle Technik und drin ist der Ball. Hakimi. Ball bei Sir Maximo. Er versucht's. Toll geblockt. Jetzt sind sie am Ball. Unnötig eigentlich. 8 Minuten noch. Theo Hernandez. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Wird das die Entscheidung? Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn. Wo ist das Tor entstanden? Erst kommt der Doppelpass. Und dann ist es Jungmin Son. Das ist genau seine Entfernung. Halbdistanz. Kann abziehen mit viel Power, mit ganz viel Auge. Da ist nichts zu halten. Sie können den Pass unterbinden. Fünf Minuten sind es jetzt noch in der Verlängerung. Dembélé. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Die Chance für Marlin. Gehalten. Macht er gut. Nächste Ecke jetzt. Die Ecke kommt rein. Resolut geklärt von Blanc. Und nun ein Schuss. Wieder fehlen natürlich nur Zentimeter. Da sehen wir die Tafel. 1 Minute wird nachgespielt. Und nun tut sich hier nichts mehr. Klare Niederlage also am Ende. Da hat dann doch eine Menge gefehlt. Defensiv war man heute viel zu nachlässig, zu unaufmerksam. Und da gibt es